Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Wiesem-Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt. Mad Games Tycoon, Salah Verkaufszahlen bleiben zurück, 12 Millionen. Ja, wie auch immer. So, Green Snow wird gerade verkauft, da versuchen wir ins Plus zu kommen und hier die Budget-Variante, da versuchen wir auch noch ein bisschen Geld mitzunehmen. Ansonsten, boah, ich bin gerade am überlegen, was wollten wir machen? Wir wollten auf jeden Fall umziehen. Das habe ich im Kopf gehabt, als ich das Spiel gestartet habe, aber irgendwie wird hier noch überall kräftig entwickelt, Werbung gemacht, geforscht. Haben wohl doch noch ein bisschen was hier zu tun, bevor es weitergehen kann. Ich weiß auch nicht. So, hochauflösende Grafiken wurden erforscht. Weiter geht's hiermit. So, der Sprachpatch ist durch. Oh. Tochterfirma soll veröffentlichen. Was ist ja eigentlich mittlerweile wert? Unsere Tochterfirma, die wird ja mehr wert in dem Moment, wo wir sagen, seht ihr, die haben den höchsten Firmenwert. In dem Moment, wo wir sagen, verkauft ihr mal, was wir haben. Oder verkauft ihr einfach mal alle Spiele, die ihr habt. Selbst, dann geht was, ne? Also da machen die einen Schuss nach oben. Neueinstieg, 62er Spiel. Was ein Glück, haben wir es nicht angenommen. So, was wir aber mal machen könnten, ist, wir können denen mal eine Finanzspritze von 15 Millionen geben. So, es ist ein 5-Sterne-Studio. Ja, nee, wir lassen das noch raus. Und dann können die doch mal richtig zusehen, dass hier was vorangeht. Ich hätte ja noch Interesse, noch ein anderes Studio von denen da oben zu kaufen, mit einem Top-Firmenwert. Oder einen kleinen zu entwickeln. Aber wir brauchen das Geld, weil ich will umziehen. Und wenn ich umziehen will, dann bestimmt nicht ins kleinste Studio, was wir haben, sondern dann wollen wir schon ein gescheites. So, hier sind noch einige am Rühren. Ich will jetzt eigentlich wollte ich noch ein paar Engines programmieren, dass wir noch ein paar Engines auf dem Markt haben. Aber ich gebe ganz offen zu, habe ich jetzt ehrlich gesagt gerade im Moment keinen Bock drauf. Weil ich würde ganz gern umziehen. Na gut, solange hier der Abverkauf läuft, werden wir nicht umziehen können. Ist halt so. Ja, ist schwierig. Ist gerade so eine durchwachsene Situation für mich. Da geht nichts mehr. Da geht nichts mehr. Da geht nichts mehr. Da geht nichts. Ja, was soll ich sagen? Aufträge haben wir keine. Was haben wir denn noch nicht? Aufbauspiele haben wir, glaube ich, auch noch nie gemacht. PG Aufbau Ultimo. Mein Lieblingsname für unsere Engines, dass wir wissen, dass die gemaxt leveled ist mit 41 Features, die es gibt. Mehr gibt es ja nicht zurzeit. Und ja, dann können die da mal machen. So, die hier sollen mal weiterforschen. Das geht jetzt ja immer schneller und so. Und dann wird dann wieder langsamer. Hängt damit zusammen, dass wir uns immer hocharbeiten über die verschiedenen Level. So, da war wieder eine Werbung durch. Upsa. Entschuldigung. Kriege ich auch noch einen Schluck auf. War irgendwie was? Messe oder so? Was ist denn los? Warum geht denn auf einmal alles so hoch hier? Oh Mist. Wieso habe ich davon jetzt überall so wenig auf Lager? Wie haben die denn gerade bitte angefangen, hier mal abzugehen, die Produkte? Ist ja strange. So, Spiel produzieren, The Farm, 50.000. 10.000 Vorbestellungen und da geht noch ein bisschen was, so ist es nicht.
Das war jetzt kurios. Das ging hier irgendwie so. Aber guck, guckt euch das mal an, was die für Mengen verkaufen mit so einer kleinen Kackwerbung. Ey, hebt das prozentual oder was? Ich glaube, ich weiß, was rum war. Die Hausmesse war rum. Die eigene Hausmesse war rum. Die hat das nochmal angepusht. So, Hot Brain 3 kriegen wir was für, weil sie unsere Engine benutzt haben. Ja, wir haben ein kleines Problem. Wir verkaufen zu gut. Ich mache nochmal 50.000 von The Farm. Auch auf den Verdacht hin, dass wir die gar nicht mehr brauchen. Und dann machen wir hier von The Green Snow auch nochmal 50.000. Ich meine, wir haben ja hiermit alle Male Geld verdient. Und hiermit auch. Also ist ja wurscht. Verdienen wir halt ein bisschen weniger, wenn es jetzt total in die Hose geht. Aber es geht ja nicht in die Hose, es geht ja immer weiter. Das ist kurios. So, wäre schick, wenn... Oh Gott, ist schon wieder ausverkauft. Wir haben doch gerade erst nachproduziert, schon wieder ausverkauft. Was geht denn ab mit dem Titel? Das ist doch nicht mehr normal. Alter Schwede, ey. Fast 100.000 auf einen Schlag verkauft. Mit den Vorbestellungen. Das ist doch crazy. Und die machen so weiter. 45.000. Hallo, die. So schnell kann ich ja nicht produzieren, wie sich die Dinger verkaufen. So, Mitarbeiter fragen nach Kopierern. Och, Leute, wisst ihr, mit euren Kopierern. So, reichen die? Die reichen. Ich finde das geil, wie die Werbung da hinten den Titel praktisch immer wieder pusht und pusht und pusht und pusht. Und dann kommen die Hausmessen noch dazu. Wie lange geht das gut mit dem Gepusher? Ich meine, wann ist der Titel durch und die Werbung bringt nichts mehr? Aber solange wir so viel Geld verdienen, ey, bleibt mir nichts anderes übrig, als den Kram nachzuproduzieren. Ich meine, was soll ich machen? Kann ja nicht sagen, sorry, aber... Nö. Ich will nichts mehr verdienen. Geld ist scheiße. Hab ich keinen Bock drauf. Wird das falsche Spiel für? Ist ja eine Wirtschaftssimulation. Hier geht es ja darum, Geld zu verdienen und Geld zu haben und Geld auszugeben. Natürlich müssen wir auch Geld ausgeben, ne? Ist ja nicht so ohne. So. Wenn die Engine fertig ist, hoffe ich, haben wir immer noch zwei Aufträge. Aber ich glaube, hiermit reicht es jetzt langsam mal. Wenn das nochmal ausverkauft ist, dann produziere ich da nichts mehr nach. Sondern nimm es vom Markt. Aber ich glaube, das erledigt sich gerade von selbst. Der Anstieg, der deutet böse darauf hin, ja, dass der Titel fertig ist. So, 8, 9 und Ultimo Engine ist fertig und Auftrag. Hier 20.000 davon. Guckt mal, wie schnell die den da runterreisen. Und dann das hier. Ich lasse ja mittlerweile auf einfach laufen. Entwickelt wird trotzdem schnell genug alles. Wir müssen Vorschaden. Dann neigt sich dem Ende zu. Green Snow 100.000. Wir reizen das jetzt mal aus.
So, der macht jetzt, glaube ich, auch nur noch die Hälfte circa. Na, dann müssen wir doch nochmal ein paar nachlegen. So, Farm machen wir nochmal 10.000, komm. Kann nicht schaden. So, und hier geht es jetzt auch bergab. Das heißt, die Abverkäufe gehen runter. Der nächste Abverkauf, der sollte irgendwas um die paar 30.000 sein. Ja, weil die Werbung noch läuft, hält der Titel sich echt hartnäckig. Das ist kranke Scheiße, wirklich, muss ich mal so sagen. Das ist echt übel. So, die sollen forschen. Animation, Stufe 2. Wir sind gleich durch. Können wir besten Gewissens umziehen. Brauchen keine Forschung jetzt einzurichten. Wir gehen mal auf eine Messe und nehmen mal die Titel mit. Wir können es uns leisten. 42.000 Fans und es müsste den Spielen nochmal einen Push geben jetzt. In der Woche drauf. Da kommt noch die Werbung dazu. Aber ne, The Farm hat es nicht mehr gereicht. Und dem hier reicht es auch nicht. Es ist auf dem absteigenden Ast. Es ist sozusagen fast durch. So, wir brauchen das hier. Wir haben es bald, wir haben es bald. So, Marketing abbrechen. Es reicht. Kein Bock mehr. So, Zweitvermarktung. Was können wir zweitvermarkten? Robots und Rebels. Ja, gibt mir halt mal eine Woche. Oh, das ist ein Spiel von uns. Gehört die volle Summe uns. Machen wir doch mal Robots und Rebels. Ja, ist doch wurscht, ne? Habt ihr Geld verdient. So, das hier. Wow. Geht gut los. Was haben wir sonst noch zweitvermarktungstechnisch? Das hier, das ist doch fast ein neuer Titel. Der war auch von uns. Also vom Zweitstudio kriegen wir auch einen Haufen Kohle für. Öp. Öp. Kriegen wir locker durch den Abverkauf. So, da ist er vom Markt. 19 Millionen haben wir damit eingenommen. Heidewitzka, mein lieber Mann, ey. Zweitvermarktung können wir leider nicht sofort nachsetzen. 36 Monate braucht es noch. Was haben die denn für ein Problem? Ist denen das Support-Team zu klein? Kann natürlich sein, ne? Die können mal einen Spielbericht für Pong erstellen. Haben die auch was zu tun? Die letzte Stufe davon, dann sind wir durch. Ich glaube, dann gibt es nichts mehr zu erforschen, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Dann brauchen wir nie mehr ein Forschungsbüro bauen. Ja, das Einzige, was hier oben nicht freigeschaltet ist, sind die Konsolen, Entwicklung von Konsolen. Und das ist auch noch nicht verfügbar. Es ist in etwa genauso, als wenn ich hier drauf gehe und sage, Spiel entwickeln. Free-to-play ist ja auch noch ein Vorhängeschloss davor. Das werden wir so schnell auch nicht freischalten. Da brauchen wir erst wieder ein Update für. Ne? So, das ist schon im Plus. Das hier braucht noch ein bisschen. Die Fans sind wieder happy. Keine Ahnung warum. Vielleicht war da nur mal einer auf Toilette. Gab es zu wenig Punkte und schon waren sie sauer. Tja, das ist schon mal interessant. Arcade 40, 20, 20, 20. Und hier unten ist alles falsch.
Aber wir können das mal angehen. Wir können mal Arcade erforschen, dass falls wir irgendwann mal wieder starten müssen, dass wir dann wenigstens mit Arcade-Spielen Geld verdienen können, dass wir wissen, wie sie gebaut werden. Ist ja momentan so mein großes Problem, dass ich am Anfang nie Geld mit Spielen verdiene, weil ich nicht weiß, wie man ein Arcade-Spiel baut und gescheit ist. Das ist das Problem da dran. So, mein Unity-Lernen ist übrigens erstmal wieder so ein bisschen vom Tisch, weil, also ich komme momentan zu nichts. Ich bin gerade so ein bisschen so zwischen Tür und Angel im Stress. Nehme jetzt heute eventuell auch nur 2 Videos auf. Wirklich nur das Nötigste vom Nötigsten. Der andere Kram braucht viel zu lange Vorbereitungszeiten und ich komme nicht dazu. Beim besten Willen. Ich kann machen, was ich will. Ich würde gern weitermachen. Ich habe die Konzepte eigentlich fertig, aber es muss aufgenommen werden. Und das Aufnehmen, das ist keine Sache, die mal von eben auf jetzt passiert. Weil so ein Tutorial-Video, das braucht schon Vorbereitung. Musst die richtigen Strecken finden. Um zu zeigen, was du zeigen willst. Musst üben, dass du es auch zeigen kannst, was du zeigen willst. Ist ja nichts peinlicher, als wenn du jemandem zum Beispiel erklärst, was ein Late Apex ist. Dann fährst du jede Kurve early. Ich habe vor kurzem ein Tutorial gesehen, da war das so, da habe ich nur den Kopf geschüttelt. Zum Glück, ich weiß ja, was beides ist, ja. Aber der erzählt die ganze Zeit vom Late Apex und zeigt Videos, wo er vorne reinfährt. Also viel zu früh einlenkt und da muss er am Kurvenausgang bremsen. Was du ja nicht willst. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was du erreichen willst. Und solche Leute gibt es immer noch auf YouTube. Tutorials, man soll es nicht glauben. Also ich will es wenigstens richtig machen, ja. Wenn es geht. Und das ist halt mein Problem. Deshalb ist das alles sehr zeitaufwendig und braucht halt ein bisschen. So, wir können da noch nichts zweitvermarkten. Wie können wir hier Restbestände verkaufen? Sind hier Sachen vom Markt? So, Farm ist vom Markt, können wir verticken, brauchen wir nicht mehr. Das ist vom Markt, können wir verticken, brauchen wir nicht mehr. Das können wir zwar verticken, die hier sind im Verkauf als Budgettitel. So, ich beschleunige mal. Gibt nichts mehr. Wir sitzen hier mehr oder weniger alle rum und popeln in der Nase. Ich glaube, ich gehe hier gleich eine ganz harte Nummer. Ich weiß, mir hat jemand geschrieben, du kannst die Lagerbestände mitnehmen. Wenn du jetzt abreisen würdest, würdest du umziehen. Dann fängst du mit den Lagerbeständen, die du jetzt hast, da drüben an, sobald du ein Lager baust. I know. Aber ich will's nicht. Weil es unrealistisch ist. So. Wir produzieren das. Wir geben denen einen Auftrag. Wir holen den mal hier rüber. Und den auch. So, den holen wir auch hier rüber. Der hat aber keinen Arbeitsplatz, wenn ich das richtig sehe. Und den hier, den holen wir hier rüber. Was haben wir denn hier? Nee, danke, wollen wir nicht. So, da oben, der ist fertig, wie es aussieht. Der fängt an, seinen Hoch-Tief-Hoch-Tief-Zyklus zu machen. Das ist gut, dann sind wir den schon mal los. Noch 3 Wochen, dann können wir das hier mitverkaufen. Ja, schickt mir Geld. Die coolste Art des Einkommens. Schickt mir Geld. Ich meine,
wenn du mal so eine Engine entwickelt hast, jetzt mal ganz im Ernst, ja gut, du musst halt immer pflegen. Ich meine, die haben nicht alle permanent Freizeiten, können die Füße hochlegen, aber ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, wenn du mal so eine Engine entwickelt hast, da kannst du schon mal sagen, jupp, ich fahr mal 4 Wochen in Urlaub und scheiß drauf. Oder noch länger. So, Robots und Rebels ist aus. Restbestände verkaufen. Robots und Rebels. Tschüssi. So, The Last Elves 2 ist auch kurz vorm Ende. Sieht doch gut aus. Gleich können wir umziehen. Ja, es geht darum, wieder Fans zu gewinnen. Was wir haben, haben wir. So, wir kaufen einen Schreibtisch. Pflanzen den hier hin. Nehmen diesen Bürofuzzi und packen den hier rüber. Auf dass die Fans wieder happy werden. Was ist mit meinem Hals wieder los? Der kratzt schon wieder so komisch. So, The Last Elf 2 ist raus, 4,5 Millionen. Ja, sorry, ich habe gerade mal einen Schluck getrunken, wegen meinem Hals. Und der fühlt sich seltsam an. Als ob er gleich aufgeben wollte, als ob die Stimme gleich aufgeben wollte. Ich habe natürlich das Falsche getrunken. Deshalb schmatze ich jetzt so ein bisschen durch die Gegend. Es tut mir leid. Ich hätte Mineralwasser trinken sollen, kein Cola. Weiß ich. Bin ja Profi. Mehr oder weniger. So, Restbestände verkaufen. Wir verkaufen The Last Elf 2. Weg damit. So, und jetzt geht es nur noch darum, The Green Snow loszuwerden. Gibt aber auch nichts mehr zu tun da für uns, ne? Was gibt's denn an Lizenzen? Die klingt gut. Die kaufen wir uns mal. Was wir haben, haben wir. Eine China-Box. Wie geil ist das denn? 2022 wurde die China-Box veröffentlicht. Komm, ist gut jetzt. Wird jetzt sogar mir ein bisschen lang hier. Warum? Oh, das war ein Fehler. Mehr Heizungen wollen sie. Ich weiß ja auch nicht, was die für Probleme haben. So, davon 250.000, dann Updates.
Ja, ich habe mich entschieden, jetzt noch ein Spiel rauszubringen, weil da oben das andere Ding, das geht mir auf den Keks. Und die Zeit können wir nutzen. So, läuft super. Wir machen hier die Billignummer. Wir bringen nur Patches raus. Wir machen keine Werbung dafür. Da habe ich mich verklickt und habe gesagt, ich will nur eine Woche oder so. War natürlich ein Fehler. Hätte ich längerfristig planen sollen. Aber es trifft sich ganz gut, weil noch verkauft sich oben das. So, zack, 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 zack. Wir müssen damit ja auch kein großes Geld verdienen. Gebe ich ja offen zu. Ich mache das einfach nur, da ich was zu tun habe, während sich das da oben noch verkauft. Ist nämlich so langweilig, wenn nichts passiert, außer dass wir auf die Zahlen gucken, dass das sich verkauft. Ja, der Titel ist doch eh rum. Mehr wie 10.000 mache ich da nicht mehr. So, das hier, die können mir gestohlen bleiben erstmal. So, wir haben mit dem hier schon Plus gemacht, ist doch super. Um was anderes ging es doch nicht. Green Snow ist fertig. Ich bin damit auch fertig. So, 1,6 Millionen haben wir damit eingenommen. Sehr schick. Die können wir den Auftrag hier machen. Dann können sie für das Spiel hier noch ein paar Sprachen integrieren. Was ist denn hier los? Wieso verkauft sich das so gut? Das ist schlecht. Ich will umziehen. Ich kann Lagerbestand gerade nicht gebrauchen. Ja, gehen wir auf den großen Messestand. Weil es Spaß macht. Hä? So, jetzt. So, wir sind fertig mit dem Entwickeln von dem Kram hier und komischerweise, wir haben jetzt Sprachen dazugefügt und jetzt plötzlich geht's ab wie Schmidts Katze. Ich dachte immer, Sprachen ändern nichts. Scheinbar doch. Es muss halt nur im richtigen Maße erkennbar sein. Verkaufe ich schon 100.000, macht es wohl keinen Unterschied, ob ich noch Sprachen erforsche oder nicht. Verkaufe ich hingegen nur 15.000, macht es einen Unterschied, wie es aussieht. So, eigentlich war jetzt ja gedacht, so Schicht im Schacht. Haje, haje, haje. Jetzt warten wir drauf, dass der fertig wird. Das ist aber auch... Das Problem ist, solange wir damit so gut Geld verdienen, und das tun wir gerade, habe ich auch keinen Bock, den einfach vom Markt zu nehmen und zu sagen, komm, scheiß drauf, wir ziehen um. Neues Publishing-Angebot und das sieht richtig gut aus. Ich würde es ja gern machen, aber dann haben wir nächsten Titel hier rumliegen und wir haben schon 2023, ich nehme schon seit einer halben Stunde auf und ich will umziehen.
So, ich glaube, der kommt in die Endphase. Das wäre super. Da ist er in der Endphase. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Das mache ich zum ersten Mal. Wir nehmen den Titel einfach vom Markt. So, wir brechen die Fankampagne ab. Und wir suchen uns ein neues Büro aus. Wir sind in dem. Und ich würde gern in das hier ziehen. Welcome to our new Bureau, wie auch immer. That is huge, ist der Erfolg, den wir gemacht haben. Ja, das Ding gilt es beim nächsten Mal komplett einzurichten, aufzubauen und ja, dann wieder Geld zu verdienen, weil wir sind ja kurz vor der Pleite, wir haben ja nur noch 40 Millionen. Man soll es nicht glauben. Aber ja, das hat ein bisschen Geld gekostet. Die Unterhaltskosten sind, glaube ich, auch ein bisschen höher. Wir zahlen da $126.300 pro Monat. Und das ist durchaus ein Problem. Denn wir haben gerade nichts, was wir verkaufen können, glaube ich. Das ist schlecht. Ja, wir müssen noch die ganze Einrichtung machen. Das, wie gesagt, alles nächste Folge. Ich bin raus. Dann sage danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube. Noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Was ist das für ein Spiel? Benötigen Chefbüro. Okay, müssen wir aber nächstes Mal gucken.